Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3-Tages-Wochenendbotschaften. Für heute, für morgen und für übermorgen. 3 Tage, weil heute Freitag ist, beziehungsweise Wochenendbotschaften, deswegen war Freitag, Samstag, Sonntag das Orakel. Jetzt für euch, die am Freitag ist schon direkt morgens um 4 Uhr schauen oder auch später. Aber wenn du heute an einem Dienstag das schauen solltest, ist das auch völlig in Ordnung. Dann gilt das für dich für Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Wichtig ist, für die 3 Tage sollen die Botschaften sein, die ich jetzt gleich ziehen werde. Dazu werde ich gleich 3 Karten aus dem Lennemore-Kartendeck ziehen für unsere Hauptüberschriften. Und dann habe ich wie immer zu den 3-Tages-Botschaften 2 Stapel gemacht mit mehreren Karten. Das heißt, wir haben den Stapel 1, Stapel 2, Stapel links, Stapel rechts. Du darfst ganz intuitiv aus dem Bauch, nicht mit dem Kopf entscheiden, welcher Stapel deiner sein soll. Und auch hier werde ich manchmal gefragt, natürlich dürft ihr euch auch bei den 3-Tages-Botschaften beide Stapel nehmen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann ist die Mischung, die es macht. Und ihr wisst auch, dass ich bei manchen anderen Tagesbotschaften auch sage, schaut euch beide Karten an, ne? Und beide Stapel auch mal. Deswegen, wenn du heute denkst, ich möchte gerne beide Stapel hören, dann ist das auch genauso richtig, ne? Und dann ist es auch wichtig für dich, gewisse Botschaften auch zu bekommen. Und ihr wisst, ihr Lieben, auch, ne, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben und auch sehr, sehr gerne auch privat eine Buchung bei mir auch, ich wollte gerade sagen, anzufordern. Nein, schreibt mich per Mail an und dann können wir ganz schnell einen Termin finden, damit wir ganz persönlich in eure Situation auch schauen. Okay, ich würde sagen, erstmal kommen die beiden Stapel jetzt weg, denn ich ziehe jetzt erstmal 3 Karten für, na, was ist das hier von meiner Deko hier immer? Natürlich habe ich ja im Wald die Sachen gesammelt und dann habe ich immer noch ein bisschen Dreck in Anführungsstrichen dran. Okay, so. Und dann nehmen wir noch die hier. Die hätte ich gerne hier. So, was haben wir da Schönes? Wir haben einmal die Lilien, dann haben wir den Ring und das Herz, wow, und das vorm Wochenende. Wer jetzt die Lennemore-Karten kennt, der, glaube ich, oder die wird jetzt wahrscheinlich das Video vielleicht direkt anhalten und sagen, okay, ich will gar nicht mehr hören. Ja, Lilien, Ring und Herz. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt für mich erstmal hier ganz, ganz groß geschrieben. Die Liebe natürlich, ne? Die Lilien, die Knisterkarte, die Sexualitätskarte, ne? Und dann Partnerschaft mit der Liebe. Jetzt weiß ich nicht, in was für einer Konstellation du steckst. Hast du schon jemanden, bist du in der Drittkonstellation? Ist es vielleicht erstmal eine Affäre? Dann kommt es hier mehr in die Verbindung, mehr auch hier ins Herz, ne? Manchmal ist es ja noch an der Oberfläche auch. Bist du gerade am Daten, wo es halt knistert, ne? Es wird hier weitergehen, das Herz wird lachen und es wird eine Verbindung auch hier als Resultat sein. Aber natürlich, ne, kann man das auch auf verschiedene andere Situationen münzen. Die Lilienkarte ist auch eine Familienkarte. Das heißt, vielleicht gab es auch in der Familie. Und ich sage auch immer, das sage ich immer wieder dazu, die Familie, das kann natürlich auch eure Freunde sein, ne? Oder Freundinnen oder wie auch immer, mehrere Einzelpersonen, wie auch immer. Ihr entscheidet, wer eure Familie ist. Das muss nicht immer die Ursprungsfamilie sein. Aber auf jeden Fall werden die nächsten 3 Tage, und wer es jetzt heute am Freitag schaut, hat das Wochenende ja natürlich auch noch mal mehr vor sich, wird auf jeden Fall tolle Begegnungen in der Familie haben mit Freunden, Freundinnen, ne? Es wird hier mehr, hier verbindlicher werden, ne? Ihr werdet merken, da ist ganz viel Gefühl. Wenn es vielleicht Streitereien in der Familie gab oder unter Freunden, das kriegt ihr jetzt auch auf jeden Fall raus. Ne? Es wird Harmonie sein. Die Lilien ist auch die Harmonie, die Balancekarte, ne? Und deswegen ist das so, es ist so eine bedeutungsvolle Kombination aus. Kann auch sein, dass wir endlich in unsere Stabilität kommen, dass wir endlich in unsere Verbindung zu unserem Herz kommen, dass wir unsere Selbstliebe spüren, dass wir absolut in Verbindung mit uns kommen, dass das, was uns vielleicht an uns nicht gefallen hat oder wenn wir viele Tiefschläge jetzt hatten, ne, dass wir wirklich da eher in der Frustration waren als in der Leidenschaft oder in der Freude, ne? Das kommt jetzt wieder zurück. Wir korrigieren mal die Verbindung hier wieder, wirklich zu unserem Herz, unserer Seele. Wichtig ist auch natürlich dann auch ein bisschen mehr auf uns zu hören, ne? Wenn wir das Signal auch heute bekommen, dass wir die Stabilität und diese Balance auch für uns auch wiederfinden.
und vielleicht auch dafür viel getan haben und endlich da auch die Früchte ernten können, dann ist es auch wichtig, es ernst zu nehmen. Ne? Also es ist ganz, ganz tolle drei Karten. Ne? Und es, auf der anderen Seite, natürlich kann es auch wiederum sein, ich meine, wir ziehen halt durch die Stapeln auch, es kann auch sein, dass wir endlich Stabilität halt auch wieder in irgendeiner Umgebung finden wollen, durch einen Umzug, ne? Und hier auch ein Vertrag dafür geschlossen wird, ne? Und wo wirklich unser Herz auch hier lacht vor Freude, ne? Und wir endlich auch wieder fühlen können, dass wir irgendwo zugehören, irgendwo hingehören, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema, dass man manchmal danach sucht, ne? Wenn ich würde sagen, nach dem Sinn des Lebens, aber es ist manchmal auch so, es sind so Themen da. Und manchmal ist es auch so die Umgebung, die uns auch krank macht, die uns nicht so erfüllt und wir da nicht in unserer Balance, in unserer Mitte sind. Ne? Und das möchte jetzt alles wieder sozusagen connected werden. Die Verbindung soll auf jeden Fall da sein. Und wenn du jetzt wirklich planst, auch einen Umzug oder eine neue Arbeitsstelle oder hast ein Angebot da und weißt noch nicht und so. Ja, ja, ja. Also für alles gibt es jetzt hier dicke Ja's von mir, definitiv. Und wir schauen natürlich auch in die Stapel. Aber hier kann es auch wirklich auch, und ich sage es euch auch immer wieder sehr gerne, auch bei den Singles hier auch zu Verbindungen kommen. Es kann gut sein, dass erstmal so die Erotik, erstmal so diese Anziehungskraft die größere Rolle spielt, ne? Oder vielleicht seid ihr schon mittendrin in so einer Situation oder ihr habt jemanden gesehen, egal ob Mann oder Frau, das wisst ihr am besten. Und jetzt darf dieses Knistern, darf zur Leidenschaft werden, zur Verbindlichkeit vor allen Dingen auch. Das ist ja auch immer so ein Thema. Es ist schön, jemanden zu begegnen, jemanden zu treffen, aber dass das was Festes wird, es wird die andere Sache. Ne? Und oder manchmal ist es halt so, dann wird aus, ne, wo man vielleicht geglaubt hat, okay, das war jetzt eine kleine Affäre, es war vielleicht ein, ja, was auch immer, ne, das dürft ihr jetzt in eurer Fantasie euch ausmalen, ja, aber hier wird eine Liebe, hier wird eine Liebesbeziehung, eine Liebesverbindung auch raus, ne. Okay, wie gesagt, wir schauen jetzt mal in die Stapel rein, entscheidet euch Stapel 1, Stapel 2, Stapel links, Stapel rechts. Ich starte natürlich hier mit dem Stapel 1. So, was haben wir da? Dein Wunsch ist in Reichweite. Wow. Hab Vertrauen. Alles wird zu deinen Gunsten sein. Wow, und das mit den Anfangskarten. Ne? Da habe ich natürlich die Drachenbotschaft nämlich mit dazu, wie immer. Da haben wir den goldenen Christusdrachen. Goldener Christusdrache. Bringt dir höhere Liebe, sodass du das Christuslicht verkörperst. Nimm das Christuslicht in dir auf. Du bist geschützt. Mach dein Herz weit und bleibe fünfdimensional. Wow. Ja, bleibe im Hier und Jetzt, vertraue. Was ich vielleicht auch hier, was ich vorhin so sagte, eher so, ja, ich sage jetzt mal vielleicht auch mit der Lilienkarte, vielleicht auch erstmal so, was ich ja sagte, auch wenn es wirklich um Partnerschaften geht, vielleicht erstmal so oberflächlich halt, ne, das Knistern halt sich entwickelt und ja, ist es auch wichtig, ne, dass man im Hier und Jetzt ist, ne, dass man trotzdem dran glaubt, dass daraus mehr werden kann. Ne? Und egal, wo dein Wunsch jetzt auch dich hinführen mag oder was du in deinem Kopf auch drin hast, hab Vertrauen. Ne? Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass wir hier auch, damit wir in die Stabilität und diese Balance auch kommen, auch uns wieder öffnen können, auch für jemand Neues, ne? Dass es auch wichtig ist, dass wir im Hier und Jetzt sind. Ne? Und das sage ich auch mit fünfdimensional. Das ist ja letztendlich auch die Denkweise, dass wir viel offener sind, dass wir ja viel emotionaler sind, dass wir viel mehr auf Menschen sowieso eingehen, dass wir nicht unser Ego immer nach vorne gehen lassen, ne? Sondern wirklich erstmal schauen und vielleicht auch mehr Kompromisse schließen und. Natürlich bitte nicht falsch verstehen, keine Grenzen deswegen übersteigen, aber einfach so mehr in Liebe sein. Ne? Und wir haben das Herz hier auch und wir haben hier auch, bringt die höhere Liebe, sodass du das Christuslicht verkörperst. Und es ist wichtig, das anzunehmen, ne? Ob du jetzt ein Christuslicht das so für dich jetzt als Wort nimmst oder einfach, dass du wirklich sagst für dich, ja, ich bin wieder bereit, auch eine Verbindung einzugehen. Ich bin hier erstmal in dieser Leichtigkeit. Ich vertraue, dass das was Großes wird, ne? Und bin nicht immer so pessimistisch. Das ist mein Wunsch. Ich möchte Liebe auf Augenhöhe leben. Ich möchte Partnerschaft leben. Und wenn das erstmal peu à peu hier anfängt, manchmal auch, weil wir vielleicht auch nicht anders können, ne? Weil wir aus alten Themen einfach uns nicht so fallen lassen können, dann ist es auch wichtig hier. Denk dran, du bist hier geschützt, ne? Und
Sei hier positiv und es wird alles zu deinen Gunsten und es wird auch vielleicht auch, wenn man hier erstmal, ich sage jetzt mal, diesen Halt, Stabilität natürlich auch sucht und den haben möchte, aber diese Verbindung noch nicht so leben kann, von was, warum auch immer, und man erstmal sich vielleicht auf was Lockeres einlässt, dann ist es auch in Ordnung, dann lass es peu à peu wachsen. Wichtig ist, dass dein Gegenüber auch Bescheid weiß, dass man nicht mit zwei verschiedenen, Sichtweisen beziehungsweise auch Wünschen jetzt irgendwas eingeht und ne, der eine möchte nur Affäre, der andere möchte die tiefe Partnerschaft, ne, dass man darüber spricht. Und das heißt ja, es ist ja nicht auszuschließen. Man kann ja auch alles klein wachsen lassen, ne? In jeglicher Hinsicht, egal was es ist und was dein Wunsch auch wirklich ist. Mach dein Herz weit auf, ja? Und hier hast du auch die Verbindung zu dir selbst und zu deinem Herzen auch. Das ist etwas, wo man hier sagen kann, dass das, jetzt hat es gerade geklingelt. Ich muss mal gerade noch mal, ihr Lieben, sorry. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Und das ist ja natürlich dann auch nicht für mich bestimmt, ne, sondern für die Nachbarn. Mensch, aber gut, so ist es nun mal. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich war, weil ich hier so entsetzt war. Aber gut, weil ich eigentlich nichts erwartet habe oder nichts gedacht habe, dass was kommt. So, aber ich bin jetzt hier, was ich hier sagte, ist, oder beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich stehen geblieben, aber mir ging es hier wirklich darum, dass ihr euer Herz da halt auch wirklich öffnet, versucht, ja, im Hier und Jetzt das auch anzunehmen. Und egal, welche Wünsche ihr auch habt, ne, ob es letztendlich auch zu euch, dass ihr wieder, ja, ich sag mal, offener im Außen seid, dass ihr allgemein auch wieder zu Menschen euch mehr öffnet, ne, auch ein bisschen, vielleicht auch diese Flirterei, ne, die Lilien zeigen für mich ja auch immer so dieses Flirty, aber dass ihr vielleicht erstmal so Schritt für Schritt euch da ja eingroovt, ne, dass ihr diesen Weg dann halt auch gehen könnt und ja, dass das im Endeffekt daraus aber dann ganz viel entstehen kann, ne? Also wachsen kann vor allen Dingen auch, ne? Und hab da ein bisschen mehr Vertrauen, es wird alles gut und ja, also ich, für mich ist die Lilien, ich münze das jetzt wirklich auf verschiedene Situationen auch so, dass man dadurch ganz viel Kraft und ja, auch dieses Finden zu sich selbst auch, ne, ja, ich sag mal, wiederfinden kann oder halt neu erfinden kann halt auch, ne, und das soll euch auch nochmal zeigen, dass ihr diesen Weg in Verbindungen oder wenn es jetzt wirklich um Vertragsgeschichten handelt, ne, wo euer Herz dran hängt oder wo ihr vielleicht heute noch gar nicht wisst, ob euer Herz überhaupt da dran hängt oder ob ihr eine richtige Entscheidung trefft, ne, obwohl es euer Wunsch ist, aber man weiß einfach nicht, wie das Resultat ist. Ne, man hat noch einfach Ängste. Dann versucht da ein bisschen ins Vertrauen zu gehen, ein bisschen in die Leichtigkeit. Ne, das wird mir gerade auch noch mal so gerade gesagt, beziehungsweise kriege ich so einen Kopf halt auch. So, jetzt schauen wir uns aber den Heilstein an. Da haben wir den Larimar gezogen. Sensible Gefühle. In Zeiten starker Gefühle und Empfindsamkeit sind Selbstmitgefühl und Sanftmut besonders wichtig. Und das ist das, was ich gerade auch schon sagte, ne? Schaut nach eurem Tempo. Vielleicht ist es einfach so, dass ihr, wie heißt es, gar nicht, noch nicht so bereit seid, euch auf etwas ganz Tiefes einzulassen, ne? Oder vielleicht auch euer Gegenüber. Das ist so, das kann auch so eine Mischung sein, ne? Und vielleicht wünscht ihr euch einfach mehr, wenn ich jetzt wirklich in partnerschaftlichen Punkten jetzt gehe oder vielleicht auch mehr in Bezug, wenn ihr in Drittkonstellationen seid oder drin steckt schon, dass da halt vielleicht auch euer Gegenüber ein bisschen mehr betrachtet werden darf. Ne? Dass es vielleicht auch etwas mehr Vertrauen auch schenken, weil letztendlich, gerade in so Konstellationen, ist die Verbindung des Herz auch da. Ne? Und dann ist der Weg einfach noch ein bisschen, na, einfach ist jetzt das falsche Wort, aber der Weg ist
noch ein bisschen steinig, beziehungsweise da sind noch Hürden zu überwinden. Klar, wenn da natürlich Familie, Finanzen etc. noch dranhängen, dann ist das immer eine Sache, die nicht von jetzt auf gleich geht. Ne? Und hier ist es wichtig, ja, dich selbst zu betrachten, wo sind deine Grenzen, ne? Sei da wirklich bei dir, in deiner Stabilität, in deiner Mitte halt auch, weil dann kannst du vielleicht auch für euch beide nochmal doppelt so stark sein, ne? Und vielleicht auch nochmal mehr Vertrauen schaffen. Es ist ja immer so, wenn man sich sicher ist, dann ja, kann man vieles auch zusammen auch meistern, ne? Und wenn es so ist, dass du dir von Herzen jetzt endlich auch eine Partnerschaft auch wünschst, ne? Dann bleib da im Vertrauen, ne? Bleib auch wirklich da so, dass das dein Wunsch ist, ne? Es wird zu deinen Gunsten. Das wird ja auf jeden Fall, du bist geschützt und mach dein Herz weit auf, ne? Hab keine Angst, weil vielleicht in der Vergangenheit mehr die Geschichten immer so angefangen haben, dass man vielleicht eine Affäre hatte, aber es nie eine Beziehung wurde, keine ernsthafte Verbindung wurde mit Herz und so, ne? Und jetzt ist es aber hier mit den sensiblen Gefühlen, mit dem Larimar, mit dem Stein auch nochmal wirklich dir gesagt oder soll dir gesagt sein, dass du hier zwar natürlich dieses Muster für deine Vergangenheit hattest, aber sei hier einfach mal wirklich ehrlich und sensibel auch, empfindsam auch, ob da nicht vielleicht doch mehr draus werden kann. Und setz nicht immer sofort einen Riegel davor, dass du denkst, okay, es fängt schon genauso an, also kann es auch nicht der Wunsch sein, den ich ja habe. Ich habe ja den Wunsch, eine Verbindung hier mit Herz und Liebe und mit Aufrichtigkeit, mit Wertschätzung zu leben. Ne? Und dann ist es hier ganz wichtig, dass du da hier ganz bei dir halt bist, aber trotzdem nicht irgendwas aus der Vergangenheit projizierst. Ne? Das ist für mich auch nochmal so mit den sensiblen Gefühlen auch gemeint. Ne? Klar sollst du dich immer in den Fokus stellen. Es ist wichtig, dass es dir gut geht. Aber schau einfach, was du halt auch bereit bist, da auch zu geben, zu investieren. Ne? Und wenn es jetzt wirklich um berufliche Verbindungen geht oder wirklich ein Ortswechsel oder ein neuer Vertrag für einen Job oder du machst dich selbstständig, machst dein Hobby zum Beruf, ne? Dann ist das genauso. Ne? Hör auf dich, hör auf dein Innerstes, ne? Geh aber auch fokussiert deinen Weg und ja, öffne dein Herz, wenn das deine Leidenschaft ist, egal was, ne? Wenn das der Job ist oder der Umzug ist oder so, du hast ein gutes Gefühl. Also ganz wichtig hier Bauchgefühl auch walten lassen. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig jetzt hier. Ne? Wenn du dich damit aber gut fühlst, dann lass so Hindernisse hier einfach auch nicht zu, ne? Sondern sei im Vertrauen und es wird alles zu deinen Guten, zu deinen Gunsten sein. Ne? Und das Vertrauen ist ja wichtig letztendlich, was zählt. So, und da haben wir, und das finde ich total schön, wir haben als Engeleinchen das Durchhaltevermögen gezogen. Durchhaltevermögen. Geh beharrlich deinen Weg. Und so ist es auch, ne? Das ist das auch nochmal, was es nochmal so reflektiert, ne? Bleib da bei dir, ne? Egal in welchen Verbindungen, Vertragsangelegenheiten, wo dein Herz dranhängt, wo du ein gutes Gefühl an sich hast, ne? Wo du vielleicht, nicht den, in Anführungsstrichen manchmal auch den ganz normalen Weg einschlägst, ne? Sondern vielleicht geht es erstmal hier wirklich mit Lilien, geht zwar in die Stabilität, ne? Es geht halt auch in den Halt und auch in die Balance, aber trotzdem, wenn ich halt wirklich auf die Affärenkarte das auch münze, ne? Dann ist es für mich auch jetzt, wenn wir es nicht auf Personen jetzt oder auf Partnerschaften halt münzen, dann ist es für mich eher so ein bisschen oberflächlicher, ne? Und mehr so in dieser Leichtigkeit und dann kann es auch für andere Themen, wandel das für dich um, dass es halt sein kann, dass erstmal vielleicht das nicht so aussieht, als wenn es hierzu kommt, ne? Zu wirklich vertraglichen Geschichten halt auch, ne? Oder wo du wirklich denkst, das ist es halt, ne? Oder vielleicht schaust du dir eine Wohnung an und denkst dir, und auf einmal kriegst du so, ja, so du willst unbedingt eine Wohnung haben und dann betrachtest du verschiedene Punkte, du bist hier sensibel, ne? Du öffnest dich und sagst nicht sofort, nee, nur weil, keine Ahnung, weil die Straße dir, der Straßenname nicht gefällt, blockiere ich, ne? Also wichtig ist, ne, auch letztendlich da zu sagen, okay, ich schaue mir das richtig an. Ich schaue, was macht es mit mir? Ne? Das zu allen Themen würde ich das jetzt wirklich hier münzen. Und dann geht es darum, das Durchhaltevermögen. Ne? Was ich ja vorhin sagte, egal, wenn etwas auch oberflächlich anfängt, wenn vielleicht Vorstellungsgespräche erstmal geschoben werden vielleicht auch. Ne? Letztendlich bringt es dir die Stabilität, die Harmonie
Und wirklich die Verbindung auch zu deinem Herz. Dein Herz wird glücklich sein. Ne? Es kommt zu wirklich einer Verbindung, Vertragsangelegenheit, was auch immer, was es wert ist, dass man hier seinen Wunsch weiter vertraute, dass es kommen wird. Ne? Weil man sich geöffnet hat, weil man hier wirklich weitergegangen ist, sich nicht hier gesperrt hat, nur weil vielleicht es erstmal hier geblieben ist oder da war erstmal der Punkt, wo es stagniert hat, beziehungsweise nicht weiterging. Ne? Man hat daraus natürlich auch viel gezehrt. Aber hier das Durchhaltevermögen, wenn man die drei Karten dann zusammen betrachtet, ist das hier absolut mega, ne? Weil die Linien ganz alleine bringen uns das ja schon. Und ich habe euch vorhin gesagt, es ist auch eine Familien- und eine Freundeskarte. Ne? Also sprich, wenn da halt auch irgendwas verändert werden soll oder ihr wünscht euch da etwas, ne, was vielleicht in der Vergangenheit nicht möglich war, ne, dann hab Vertrauen hier auch, ne, und bleib am Ball. Also das ist so, glaube ich, die oberste Botschaft von Stapel 1 hier. Definitiv bleib da im Vertrauen und dann wird auch alles so letztendlich kommen, beziehungsweise das Resultat wird dann so sein, dass wirklich dein Herz dann auch, ja, zu dir selbst auch in Verbindung, auch nochmal deine Seele nochmal gestärkt wird, dass hier eine absolute Stabilität, Balance da ist, wo du lange von zehren wirst. Und das ist ja dein Wunsch, ne? Das war ja vorhin dein Wunsch, wird in dem Sinne ja dann auch erfüllt. Es wird alles zu deinen Gunsten geregelt. Weil wenn du halt absolut mit diesem Durchhaltevermögen, mit dem Engeleinchen, was ich ganz wichtig finde, wenn du da ganz klar bei dir bleibst, ne? Und wenn du nicht direkt so die Schotten dicht machst, sondern alles, ja, ich sag mal, links und rechts nochmal mit betrachtest, ne? Das würde ich dir noch gerne mitgeben. So, dann schauen wir uns Stapel 2 an. Da haben wir, perfektes Timing. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Ach, wie schön, okay. So, nehmen wir die Drachenbotschaft noch mit dazu. Ich zeige sie euch jetzt. Kristallgelber Drache, öffne dich für höheres Lernen und Weisheit. Erweitere dein Kronenchakra für die Erleuchtung. Geh den höheren spirituellen Weg. Wie schön ist das auch, ne? Wer weiß, ob ihr hier wirklich irgendetwas wichtig für euch ist, auch in Vertragsangelegenheiten, ne, was euch endlich auch weiterbringt, auch wieder Harmonie, Balance, ne, was vielleicht am Anfang ja eher so, vielleicht, ich weiß manchmal, es ist ja so, dass das irgendetwas da ist, was man aber noch gar nicht so ernst genommen hat und dann wird es super ernst, ne, und dann ist das etwas, was uns total Freude macht. Und jetzt ist das perfekte Timing, wenn du etwas hast und es ist egal, ob das um Menschen geht, um potenzielle Partner, Partnerinnen oder Freunde, Familienmitglieder. Ne? Und jetzt ist es wichtig, da auch vertrauen und weiterzugehen. Öffne dich dafür, ne? Weil du hast im Leben vielleicht das eine oder andere wirklich erleben müssen, dürfen, was nicht so schön war. Jetzt ist aber wichtig, dass du hast daraus gelernt und dieses ganze Wissen, was du daraus gezogen hast, das bringt dich in diese Verbindung und das bringt dich auch in die Selbstliebe. Das kommt mir auch nochmal gerade ganz stark, ne? Dass es jetzt wichtig ist, dass du deinen Weg gehst, dass du dich nicht vielleicht manchmal auch von Familienmitgliedern oder von Menschen ja, blocken lässt, ne? Sondern dass du bereit bist, wirklich was zu riskieren. Das kommt gerade auch so mit dem Riskieren, ob man jetzt riskieren, ob das richtige Wort ist oder nicht, das wirst du für dich wissen. Ne? Aber es ist wichtig, hier auch zu vertrauen und weiterzugehen, ne? Und vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen. Und dann geht es natürlich auch darum, vielleicht, wenn man eine oberflächliche Beziehung hat. Und da ist es auch wieder unwichtig, ob es eine Liebesbeziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung, wo man überlegt, einen nächsten Schritt zu machen, sprich intensiver eine Freundschaft zu pflegen oder Familienmitglieder mal endlich auch wiederzusehen oder Streitereien endlich ad acta zu legen, ne? Oder wirklich auch, ja, jetzt mal Tacheles zu sprechen. Auch vielleicht, wenn man eine Affäre hat oder wenn man gerade online jemanden frisch datet oder es satt ist, mit jemandem die ganze Zeit über WhatsApp nur zu kommunizieren. Man will jetzt endlich, dass man sich trifft, dass es hier weitergehen kann, ne? Dass es verbindlich wird, ne? Dass es hier wirklich zu einer wirklich Herzverbindung auch, ja, ich sag mal, auch physisch gesehen auch kommt, ne? Und da ist es das perfekte Timing jetzt auf jeden Fall. Und
Wichtig ist, finde ich jetzt hier nochmal, erweitere dein Kronenchakra für die Erleuchtung, geh den höheren spirituellen Weg. Ja, der höhere spirituelle Weg, ihr seid alle spirituell, wenn ihr mein Orakel schaut. Das heißt, der heißt für mich auf jeden Fall, dieser Weg ist etwas ein bisschen, also nicht etwas anders, aber ist schon so, dass man offener ist, dass man vielleicht nicht sofort sagt, ja, das geht nicht, das gibt's nicht und, sondern dass man über den Tellerrand schaut, ne? Dass man einfach guckt oder einfach auch wahrnimmt, dass da auch noch mehr da ist. Ne? Dass wir Spirituellen sehen ja schon immer ein bisschen mehr, ne? Oder wir sind offener einfach. Und also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, um deine Freude dahingehend auch zu spüren. Wichtig ist aber das Signal, dass es jetzt richtig und wichtig ist, dich zu äußern, vielleicht auch zu kommunizieren, was du gerne möchtest. Ne? Hier auch. Und es kann auch sein, dass du natürlich auch auf der Arbeit irgendwas verändern möchtest, ne? Und was dir jetzt auch nochmal mehr Stabilität bringen kann und dass du vorwärts kommst, eine neue Position anstrebst oder eine Weiterbildung machen möchtest, ne? Die dich auch nochmal für dich ganz viel lernen lässt, ne? Wo du aber auch wirklich durch eine veränderte Vertragssituation halt auch nochmal glücklicher wirst, ne? Stabiler wirst, finanziell vielleicht auch, aber auch natürlich, für mich ist der Job, der soll natürlich auch Leidenschaft sein. Leidenschaft ist immer ein großes Wort, ne? Die Passion oder so. Aber, oder Berufung, das kann man natürlich nicht immer so eins zu eins übertragen, aber es soll auf jeden Fall Spaß machen. Ansonsten ist wichtig, das was zu ändern. Da hast du das perfekte Timing jetzt auch. Wir schauen uns mal den Heilstein dazu an. Da haben wir den Appetit gezogen. Fortschritt, nicht Perfektion. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen oder urteilen Sie über sich. Konzentrieren Sie sich viel mehr darauf, was Sie schon erreicht und gelernt haben. Auch ganz, ganz wichtig hier, ne? Ja, ehre das und sei stolz auf dich, ne? Und es geht nicht darum, wenn wir jetzt perfektes Timing für irgendwas haben und vielleicht möchtest du dich auch selbstständig machen, vielleicht möchtest du wirklich umziehen, ne? Du möchtest in deine Mitte wieder zurückfinden, du möchtest dein eigenes Leben leben, ne? Die Kinder sind groß und jetzt bist du dran, als Beispiel, ne? Da ist es auch wichtig, es muss nicht alles 150% jetzt in Sicherheit sein. Ne? Natürlich sollt ihr bodenständig und realistisch zu allem sein, aber das heißt nicht, dass es nicht Punkte gibt, die nicht zu 100% erfüllt sind zu dem Zeitpunkt. Wichtig ist, dass wir trotzdem weiter leben können, dass wir uns finanzieren können, dass wir ein Dach über dem Kopf haben können, was wir bezahlen können, unser Essen im Kühlschrank auch bezahlen können. Und das ist auch ein ganz wichtiges, also ich finde das total schön hier, Fortschritt, nicht Perfektion, geh weiter, du hast perfekte Timing, was du gerne möchtest, das verwirkliche auch, vor allen Dingen dich selber, ne, und du bist auch, ich sage ja immer, wir sind alle, das ist alle, aber die meisten sind schon ein bisschen älter und haben im Leben viel erfahren und erfahren dürfen auch, wir haben viel gelernt und wir sollen uns auf die Schulter klopfen und wir sollen sagen, ja, das ist toll und wir machen jetzt noch Schritte nach vorne, weil das perfekte Timing da ist. Wir kommen in unsere Verbindung, unsere Seele, unser Herz wird strahlen. Wir kommen auch in diese Stabilität, in diese Harmonie. Wir erreichen damit ganz viel, weil uns das Leben auch so viel gelehrt hat und wir haben so viel im Leben schon erreicht und das ist etwas, was wir immer mehr auch in den Fokus stellen sollen, ne? Und nicht schauen nur, was wir nicht können oder was noch fehlt, sondern realistisch sein, aber trotzdem sagen, ich gehe jetzt weiter, weil das perfekte Timing ist jetzt da und du sollst weitergehen. Ne? Und du wirst ja hier auch geführt durch den spirituellen Weg. Du hast ja diese Gabe halt auch und du kannst über den Tellerrand gucken. Und deswegen ist wichtig, du bist du und du musst dich mit niemandem vergleichen. Und wenn andere anders sind, ist es auch in Ordnung. Wichtig ist, dass deine Verbindung zu dir selbst, ne, oder das, was du machen möchtest, dass dich das, wenn es auch ein Vertrag ist, dass dich das letztendlich in die Stabilität bringt, dass dich das weiterbringt, dass dich das glücklich macht. Ne? Und ob andere darüber glücklich sind oder andere das wollen oder gut finden, das soll dir mal wurscht sein. Es geht um dich selber. Ne? Und deswegen achte und wertschätze dich mehr auch und nimm das auch an, dass es jetzt das perfekte Timing auch ist. Ich bin gespannt auf das Engeleinchen. Da haben wir das Talent. Das ist ja immer wieder lustig und passend, oder? Talent. Richte den Fokus
auf dein Feuer, entdecke und benenne die Essenz deines Funkens und dann springe durch das Sterntor in eine neue Wirklichkeit. Wow. Ja, perfektes Timing, ne? Was habe ich gesagt? Und Talent ist doch auch wieder, das ist doch wieder hier, es passt doch wieder wie die Faust aufs Auge, alles zusammen, oder? Ja, und es geht darum, wenn du dich verwirklichen möchtest, wenn du nochmal dein Herz lachen sehen willst und du wirklich auch hier ein bisschen Leichtigkeit spürst, ne, und wirklich merkst, dass jetzt der richtige Weg dafür ist, dass jetzt wichtig ist, deinen Weg zu gehen, dass es jetzt, ja, dass du einfach so viele Impulse bekommst von außen, dass es, ne, das muss ja nicht immer mit Personen zu tun haben, ne, das ist bei dir einfach, du merkst innerlich, ne, dass man wie so ein, ja, die Schmetterlinge im Bauch, aber nicht unbedingt für eine Person, sondern du brennst für irgendwas, ne? Und das, dann mach es hier wasserdicht, dann geh deinen Weg. Es ist der perfekte Zeitpunkt, ne? Du bist hier, du guckst eh über dem Tellerrand. Du bist auf dem spirituellen Weg, bist auf dem höheren Weg und du brauchst hier nicht, du hast ganz viel gelernt schon in deinem Leben. Du hast schon ganz viel durchlebt, erlebt und konzentriere dich da, was du schon erreicht hast, was du schon in die Welt gesetzt hast, ne? Und das nimm sozusagen als ja, als Symbol in dem Sinne, ne, Symbol ist das falsche Wort, so als Trophäe oder als das, worauf du hinaufschaust, ne? Und das nimmst du wirklich dann sozusagen als Maßstab. Du hast es im Endeffekt schon einmal so erreicht oder vielleicht auch schon mehrmals, ne? Und jetzt kannst du es auch wieder hinbekommen, ne? Wichtig ist, dass du dich dabei fühlst und dass die Verbindung zu dir, weil ich spüre jetzt wirklich bei diesem Stapel auch ganz viel Selbstzufriedenheit, ne? So dieses wirklich, dass man ja ganz stark für sich wird, dass man einfach, dass diese Zufriedenheit, diese Balance, dass das einfach nicht da war und dass man immer funktioniert hat und dass man gemacht und getan hat, aber irgendwie hat man es einfach gemacht und getan, aber nicht aus Leidenschaft, nicht weil das Herz gesagt hat, ja, sondern weil man vieles auch musste. Und jetzt ist es Zeit, deine Wünsche auch zu leben und dein Leben auch in die Richtung hier zu bringen mit deinen Fähigkeiten, so wie du leben möchtest, was für dich wichtig ist. Und vielleicht sind die Werte, die früher einmal für dich wichtig waren, die spielen heute keine Rolle mehr. Und deswegen greifst du zurück auf deine, ja, auf deine Urfähigkeit, ne? Das, was noch so in dir vielleicht brodelt, ne? Was raus möchte. Und da ist es wurscht, ob andere dazu ja sagen oder nicht. Das kann dir sowas von egal sein. Mach dein Ding hier wirklich, ne? Weil das ist dein Glück und das ist die Verbindung auch. Und wenn es hier auch manchmal darum geht, auch endlich ja, eine Verbindung ernster zu machen, auch vielleicht in eine Ehe zu gehen, wie auch immer, ne? Und du warst schon auch vielleicht zwei oder dreimal verheiratet. Das sind jetzt einfach nur so Beispiele. Ihr wisst, ich kann zu den Karten, dadurch, dass es ein globales Orakel ist, ein Kollektivorakel ist, kann ich natürlich nicht die Situation abfangen. Aber hier ist manchmal auch, wer wagt, der nicht gewinnt. Und wenn man das fünfte Mal heiratet, wenn du so sicher bist, dass du es gerne machen möchtest, dass du dein Herz binden möchtest, fest durch eine Ehe, was auch immer, dann mach es. Und wenn es andere Themen sind, mach es auch. Du hast ganz viel Potenziale in dir und du wirst diese Potenziale auch leben können und auch dürfen weiterhin, wenn du da auch ehrlich dann auch zu dir bist. Ne? Das ist auch ganz wichtig, weil es geht ja um dein Glück, es geht um dich. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das sage ich mal so als Abschluss. Stapel 2. Ihr Lieben, einen dicken Wochenenddrücker oder Dreitagesdrücker gebe ich euch jetzt. Freue mich über den Daumen hoch und freue mich natürlich auch, wenn ihr eine private Legung haben wollt, wenn ihr mich dann kontaktiert. Ansonsten bis zum nächsten Orakel. Tschüss!